Prinzessin Peach zu retten. Peach ist online und sie schreibt mir, hallo. Oh mein Gott, Leute, das ist mein Kellerabteil. Das sind alle Koffer von Wednesday Addams. Boah, es gibt doch nichts Cooleres, an einem Feiertag den ganzen Tag PlayStation oder Nintendo 64 zu spielen. Boah, Leute, ihr seid ja auch schon da. Was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Rockt doch gleich bei den Like-Button, wie ihr schon sehen könnt, bin ich die ganze Zeit schon am Super Nintendo 64 zocken. Und zwar, schaut mal ganz kurz her, gebt euch mal, das ist sowas so ein Retro, richtig, richtig cool, gebt euch mal. Boah, ich bin mal gespannt, ob wir es schaffen können. Und, boah, das ist echt richtig geil, das ist richtig, richtig cool. Schreibt jetzt schon mal bitte in die Kommentare, welche Konsole eure Lieblingskonsole ist. PlayStation, Nintendo, Xbox, einfach nur Handyspiele zocken, es gibt ja richtig, richtig viel. Und das Spiel bei Super Mario 64 ist ja... Oh, wartet mal, da kommt gerade was. Ich habe einen Stern bekommen. Aber lasst uns mal ganz kurz Pause machen. Die Mission ist ja, Prinzessin Peach zu retten. Super Mario muss Prinzessin Peach retten. Und ihr habt ja wahrscheinlich alle das letzte Video gesehen. Wednesday Addams hatte ein Problem mit Prinzessin Peach. Prinzessin Peach? Peach! Ist auf jeden Fall die beste von allen. Sie ist nicht böse wie Wednesday Addams. Und was damit Wednesday Addams zu tun hat, weiß ich auch nicht. Aber Leute, das kann nicht wahr sein. Ich bekomme gerade eine Nachricht von Prinzessin Peach rein. Gebt euch mal, Leute, das kann nicht wahr sein. Prinzessin Peach ist online und sie schreibt mir, hallo, hallo. Und das gerade, wo wir am Super Mario zocken sind. Schreibt mir in die Kommentare. Sollen wir ihr gleich mal zurückschreiben? Okay, was anderes bleibt uns ja nicht übrig. Warum schreibt sie mir genau? Ich wollte doch einfach nur entspannen, Leute. Am Feiertag, was macht ihr an den Feiertag? Und ein bisschen Super Mario 64 zocken. Und jetzt schreibt mir Prinzessin Peach. Okay. Warte mal, lasst uns mal ganz kurz abwarten. Lasst uns ganz kurz mal mit ihr schreiben, was sie überhaupt von uns will. Okay, dann lasst uns mal ihr zurückschreiben mit... Wartet mal, was soll mir hier schreiben? Prinzessin Peach. Und wer die Nummer von euch auch haben will, der schreibt jetzt auch bitte mal in die Kommentare rein. Ich frage sie mal, Prinzessin Peach. Was zur Hölle will sie von mir heute am 1. Mai? Es beginnt ein neuer Monat. Neuer Monat mit Videos. Schreibt mal rein, was ihr für Videos in dieser Woche sehen wollt. Ja, ich brauche deine Hilfe. Warum denn das, Prinzessin Peach? Das kann doch nicht wahr sein. Warum brauchst du wieder meine Hilfe? Okay, wir warten mal ab, was sie uns noch reinschreibt. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal richtig. Wednesday hält mich gefangen. Oh mein Gott, Leute. Wednesday Addams hält anscheinend immer noch Prinzessin Peach gefangen. Das kann nicht wahr sein. Okay, dann lass uns mal nachschauen. Wo könnte sie gefangen sein? Oh mein Gott, das kann nicht wahr sein, Leute. Es kann nicht wahr sein. Okay, lass uns mal nachschauen. Oh mein Gott, könnt ihr es sehen? Sie schickt mir, das ist ein Gefängnis. Oh mein Gott, wartet mal. Ich gehe davon stark mal von aus, dass... Oh mein Gott. Warte mal, wir schreiben erstmal, wo bist du? Ich gehe davon stark mal aus, dass Wednesday Addams Prinzessin Peach gefangen hält, weil sie eifersüchtig auf mich ist. Finde mich. Aber wo? Das kann nicht wahr sein, Leute. Das kann nicht wahr sein. Lass uns mal schauen, was sie schreibt. Könnte sie sie gefangen halten? Wir warten. Ich muss los. Okay, ich würde sagen, das war's jetzt erstmal mit Nintendo 64 zocken, Leute. Lass uns das Ding ausmachen. Und ich brauche jetzt mal eure Hilfe, wo sich Prinzessin Peach befinden kann. Sie ist hundertprozentig eifersüchtig, auch Wednesday Addams. Okay, sie ist gefangen. Und ihr könnt euch erinnern, letztes Mal habe ich Peach angerufen und Wednesday Addams war sofort hier und hat mich attackiert. Wer von euch hat alles das Video angeschaut? Deswegen würde ich sagen, es schaut ganz danach so aus. Warte mal, lass uns noch mal ganz kurz das Foto anschauen. Es sieht ganz danach aus, als wäre es irgendwo in einem Untergeschoss.
Vielleicht ist es ja sogar wirklich in meinem Keller unten. Denkt ihr es? Es kann ganz gut möglich sein. Wir haben ja schon mal die Überwachungskameras, ihr könnt euch auch noch erinnern, damals aufgestellt. Und da war Wednesday Addams auf jeden Fall bei mir in der Wohnung. Deswegen, Leute, ich würde mal sagen, oh mein Gott, das kann nicht wahr sein. Lasst uns mal zusammen, oh Gott, es wird auf jeden Fall richtig gruselig, in den Keller schauen, ob eventuell, oh mein Gott, Wednesday Addams irgendwo unten im Keller Peach gefangen hält. Ist es eine gute Idee? Dann würde ich sagen, lasst uns mal nach unten gehen. Das ist mein Kellerabteil. Das kann nicht wahr sein. Und oh mein Gott, da ist die. Das sind alle Koffer von Wednesday Addams. Das heißt, sie hat sich hier hundertprozentig gefangen gehalten. Und es liegt ein Brief für mich da. Gebt euch mal, das ist die Tasche von Wednesday. Das hier auch. Wahrscheinlich ist sie abgehauen. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt nach oben und schaue, was in dem Brief drin steht. Okay? Lass uns das auch mal schauen, Leute. Oh mein Gott. Irgendwo war sie hier. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, Leute, das ist extrem komisch. Wir haben jetzt hier den Brief da. Ihr habt es selber gesehen. Oh mein Gott, ich kann es nicht glauben. Wednesday Addams hat Peach die ganze Zeit, Leute, die ganze Zeit bei mir unten im Keller gefangen gehalten. Aber ich gehe davon stark davon aus, Wednesday Addams wusste, dass ich jetzt hier runterkomme. Sie wusste es hundertprozentig. Aber sie hat mir einen Brief da gelassen. Schreibt jetzt mal in die Kommentare, von wem denkt ihr, ist der Brief? Von Peach oder von Wednesday Addams? Ihr könnt sehen, es steht auf jeden Fall für Kamera-TV dort. Und, oh mein Gott, vielleicht hat es wirklich Prinzessin Peach einfach nur Eile aufgemacht. Lass uns das ganz kurz mal aufmachen. Was dort drin steht. Ich war hier. Finde mich, Peach. Und sonst gar nichts. Okay, Leute, ihr seht es gerade selber. Das ist der Beweis dafür, dass Prinzessin Peach irgendwo gefangen ist von Wednesday Addams. Was sollen wir jetzt machen? Schreibt es mir in die Kommentare. Sollen wir nochmal Wednesday Addams anrufen? Oder, oh mein Gott, wir sollen Peach einfach mal anrufen, wo sie ist. Vielleicht bekommen wir dann die Information, wo sie gefangen ist. Hier könnt ihr sehen, Leute, das ist die Nummer von Prinzessin Peach. Ich würde sagen, wir rufen sie nochmal im Videoanruf an. Und ich will jetzt die Nummer nicht einblenden. Wer die Nummer haben will, der schreibt es mal bitte in die Kommentare. Es ist mir doch ein bisschen zu gefährlich. Nicht, dass alle ihr dann noch Prinzessin Peach anruft. Ich würde sagen, lass sie uns nochmal in... Wartet mal, ich muss das mal hier hinstellen. In FaceTime anrufen und schauen, ob sie sich wirklich meldet. Prinzessin Peach? Oh mein Gott, jemand von euch. Bitte. Wo bist du gefangen? Wo bist du gefangen? Bitte sag es mir. Ich kann es dir nicht verraten. Wednesday weiß es. Du willst es mir nicht verraten? Bitte, ich muss los. Bitte, hilfe mir. Bitte. Bitte. Oh mein Gott, Leute, ihr habt es gerade selber gesehen. Das kann nicht wahr sein. Sie ist irgendwo gefangen. Ich würde sagen, wenn ihr Bock habt, dann gehen wir morgen raus und schauen, ob ihr sie irgendwo... Ich habe nämlich eine Idee, dass ich... Haltet euch fest. Wednesday Addams, ich zeige es euch mal ganz kurz. Peach eventuell. Wer von euch kann sich an das Video erinnern, wo wir die 5 Millionen geknackt haben?
in diesem Wald irgendwo befinden kann. Ich gehe davon mal stark aus, entweder in diesem gruseligen Wald, dass sie irgendwo ein Geheimversteck hat, oder, das sage ich euch jetzt auch nochmal ganz kurz, wo wir auch schon mal Wednesday Addams mit der Drohne überwacht haben, und zwar hat sie hier in Berlin ein Geheimversteck. Wartet mal, ich muss mal ganz kurz das Video raussuchen. Es kann nicht wahr sein. Leute, ich brauche auf jeden Fall eure Hilfe dazu. Die Schatzsuche beginnt. Wir müssen jetzt in den nächsten Videos Prinzessin Peach von Wednesday Addams befreien. Und ich könnte es nur mit eurer Unterstützung. Rockt auf jeden Fall den Like-Button so richtig. Ich zeige es euch nochmal ganz kurz. Und ihr könnt euch auch nochmal natürlich gerne die ganzen alten Videos anschauen. Wir haben so viele Videos gemacht. Warte mal, wo haben wir es denn? Das ist es. Das Video. Ich zeige es euch mal ganz kurz. Da waren wir auch schon öfters. Gebt euch mal. Hier hinten, ne, sind nämlich so, ja, so Container. Und hier müssen wir mit der Drohne überwacht. Ich zeige es euch nochmal ganz kurz von oben. Genau hier, Leute. Direkt an der Autobahn. Und hier drüben, ihr könnt sehen, ich kann es nochmal einblenden. Da unten ist Wednesday Addams. Und da ist so eine verlassene Fabrik, Leute. Genau hier. Genau hier drin. Und ich denke mal, dass das Foto, was uns Peach geschickt hat, hier drin ist. Also, wenn wir da morgen mal hingehen sollen, dann rockt es jetzt mal richtig den Like-Button. Und ich würde sagen, das war's gewesen mit der kleinen Schatzsuche. Rockt das Video. Und wir sehen uns morgen wieder mit einem weiteren. Und am Ende sei natürlich gesagt, es wird noch einer gegrüßt. Wenn du hier draußen auch gegrüßt werden willst, dann schick das Video an 5 deine Freunde weiter. Abonniert meinen Zweitkanal. Und das war's, Leute. Peace.